Heute der Showdown. Das Duell um Platz 1. Das gelbe U-Boot aus Villarreal. We all live in a yellow submarine. Gegen die Rocker aus Hütteldorf. Ein Punkt. Egal wie. Und die Grün-Weißen holen den Gruppensieg. Villarreal gegen SK Rapid Wien. Live. Fünfter Spieltag in der UEFA Europa League. Herzlich willkommen. Die Puls 4 Sports Bar, die hat natürlich auch heute wieder geöffnet. Sie ist knallvoll, knallvoll mit gut gelaunten Rapid-Fans. Marie, und ich hoffe, das bleibt so heute. Ja, also die Stimmung ist jetzt schon gut. Und beim letzten Spieltag unfassbare Szenen, unglaubliche Stimmung. Wir werden echt verwöhnt. Ja, Rapid hat bisher wirklich die Europa League gerockt. Ich merke, du bist auch ein bisschen rockig, so ja, von der Jacke her unterwegs. Immer mit dabei, wenn es ums Headbanging geht. Passt, ja. Also auf jeden Fall verdient sich diese Mannschaft, dass man sich den Abend heute auf jeden Fall freinimmt und ihr zusieht. Und zwar, die haben sich natürlich freigenommen. Gerade weil es heute auch eine besonders schwierige Aufgabe ist, bei Villarreal, dem spanischen Spitzenvertreter, zu bestehen. Freigenommen haben sich natürlich unsere beiden Experten Frankie und Frankie. Ein Riesenapplaus für Frankie Schiemer und Frankie Schickes. Dankeschön. So viel Applaus haben wir in der Fußballkarriere noch nicht gehabt. Schön. Sie tun so, als würden Sie sich gut verstehen. Das finde ich immer wichtig. Nein, Frank, du warst sehr kritisch in den letzten Spieltagen. Ich habe mir das genau angehört, obwohl Rapid so gut gespielt hat. Aber ich glaube, auch du musst zugeben, es flutscht. Also die Mannschaft überrascht wirklich auch, wie sie sich präsentiert. Wahnsinnig gut. Und ich bin auch froh, dass wir in Österreich so einen tollen Vertreter haben in der Euroleague. Aber Rapid hat in der Meisterschaft mir oft das Gefühl gegeben, jetzt in der Euroleague, jetzt kriegen sie einen. Mhm. Aber sie sind da komplett wie ausgewechselt gewesen und sensationell. Sie sind echt in Europa angekommen. Ja, jetzt sind sie auch in der Meisterschaft wieder angekommen, 6:1 gegen Mattersburg. Was mich überrascht in der Europa League, diese Konstanz, ne? Wo man eigentlich einer jungen Mannschaft meistens sagt, sehr schwankende Leistung, aber in der Europa League sehr konstante Leistungen. Wie erklärst du dir das? Sie sind sehr gefestigt, obwohl sie jung sind. Und deswegen, weil sie einfach schon länger den Stamm gehalten haben. Also der Zocke ist ja mittlerweile schon länger Trainer dieser Mannschaft. Und ja, er hat einfach wirklich eine super Mannschaft draus geformt. Also es ist eigentlich komplett egal, wie alt sie sind. Sie haben eine klare Position in der Mannschaft und sie können das einfach hundertprozentig immer abrufen, was sie drauf haben, vor allem in der Europa League. Hoffentlich auch heute. Da wird es notwendig sein, ein schwieriges Match steht bevor bei Villarreal, dem spanischen Spitzenklub, Vierter in der Primera Division. Ein Spiel hat es in dieser Gruppe eh aber heute schon gegeben, nämlich um 17 Uhr ist es angepfiffen worden. Ein Tor, und zwar in der 92. Minute hat Dynamo Minsk diesen Elfmeter auf Raten verwertet. Adamovic erst im Nachschuss. Der erste Erfolg für die Weißrussen im Rahmen dieser Gruppenphase gegen Viktoria Pilsen. Und das hat gewisse Auswirkungen, denn das heißt, neben Dynamo Minsk ist auch Viktoria Pilsen draußen. Rapid und Villarreal, das steht fest, die beiden Vereine werden in der K.O.-Phase der Europa League weiterspielen. Die große Frage ist, wer wird Erster, wer Zweiter? Und dieser erste Platz, der ist schon begehrt. Zum einen bringt er 500.000 Euro in die Vereinskasse zusätzlich und er bringt leichtere Gegner, da man den Gruppensiegern in der Europa League, den anderen Gruppensiegern ausweicht und auch den vier besten Mannschaften, die aus der Champions League in die Europa League kommen. Warum Rapid diese Luxussituation hat, nämlich nur um Platz 1 und 2, nur noch zu spielen. Das hängt mit der bisher blitzblank weißen Weste zusammen, die sie haben. Und die haben genau zwei Vereine von 48, nämlich der SSC Napoli und eben Österreichs Rekordmeister. So schnell kann es gehen. Es ist vollbracht. Bravo, Rapid. Wir haben heute voll auf Sieg gespielt, mit ein bisschen Glück zum Schluss. Ist ja ein super Start und ich glaube, wir haben ein Zeichen gesetzt und mit uns ist zum Rechnen. Rapid gewinnt mit 1:0. Herzliche Gratulation an Grün-Weiß. Es läuft im Moment, glaube ich, bei uns allen ganz gut und hoffen wir, dass es so weitergeht. You did again.
Treffer. Rapid gewinnt das dritte Gruppenspiel der UEFA Europa League. Mario hat das in meinem Training gemacht und wir haben gesagt, wenn einer von uns trifft, dann machen wir den Scheiß mal. Da verliert er leider die Kontrolle über sich. Irgendwie pumpelt der Ball die Linie. Unfassbar. Wir gratulieren Österreichs Rekordmeister zum vorzeitigen Aufstieg in die K.O.-Phase. Vierter Sieg, viertes Spiel. Ja, ob Rapid noch einen fünften draufsetzen kann, wir werden sehen. Vier sind auf jeden Fall schon mal fix. Apropos vier. Vier Gäste darf ich jetzt auch bei mir an der Bar begrüßen. Christian Keglewitz und Familie, zwei Töchter und Sohn. Ja. Schön, dass ihr da seid. Sind das jetzt alle oder fehlt da noch wer? Na, leider haben wir den Kleinsten zu Hause lassen müssen. Der wird vom Fernseher auf und ab laufen. Wie alt ist der Thomas, 2 Jahre, der würde mit der, während der Sendung dann einschlafen. Also haben wir lieber zu Hause gelassen. Nächstes Jahr geht es sich dann schon aus. Genau. Jetzt bist du quasi als Vater schon sehr im Einsatz. Was machst du beruflich gerade? Wie sieht das bei dir aus? Ja, ich habe einen sehr guten Transfer gemacht, wahrscheinlich einen meiner besten. Ich bin am Flughafen gelandet in Wien-Schwechat bei der Firma Vias und dort bin ich in der Schulungsakademie tätig und bin sehr froh, dass ich das Wohnen, Arbeiten und Familie so gut jetzt unter einen Hut bringen kann. Jetzt muss ich mal die Familie auch fragen, wer von euch hat was mit Fußball zu tun? Wer steigt in die Fußballer-Fußstapfen? Der Lukas am ersten. Der Lukas. Jo. Was machst du? Ich spiele Fußball auf jeden Fall. Du musst oder du willst? Ich will. Papa zwingt nicht, okay. Nein, nein. Und ja, es macht mir... Ist auch so schnell wie der Papa. Mehr müde ist sehr schnell. Und die Mädels sind aktiv am Zuschauen, habe ich gehört. Ja. Wir schauen gerne zu, auch im Fernsehen und so. Und ja, das macht eigentlich sehr viel Spaß auch. Ja, Christian, jetzt ist Rapid eine sehr junge Mannschaft, die sehr imponiert. Gibt es irgendjemanden, wo du sagst, mach, mit dem hätte ich damals gern gespielt? Naja, der Schobesberger gefällt mir eigentlich schon sehr gut, weil die Art und Weise, wie er seine Tore schießt, also nicht nur im Fallen holt er noch optimal alles heraus, sondern auch so mit Fersern und so, also hat er gute Tricks. Und eigentlich sollte ich ja böse auf ihm sein, weil er einer meiner Torrekorde geschlagen hat, 6 oder 7 Spieler hintereinander in Folge zu treffen. Aber das verzeihe ich ihm, weil er ist für mich ein Magnet. Also ich gehe auch wegen ihm gerne ins Stadion. Ja. Wahrscheinlich beneidest du ihn auch ein bisschen um dieses Teamgefühl, das da herrscht. Das ist ja wirklich ein irrsinnig starkes Team. Du musstest seinerzeit mit Hans Krankl und Heribert Weber in einer Mannschaft spielen. Ich glaube, da sind schon manchmal die Fetzen geflogen, oder? Ja, sehr oft sogar, ja. Aber das war halt mehr so eine Einzelgängerpartie und das war die Kunst, die zusammenzubringen. Ja. Das war halt die große Herausforderung. Aber wir haben sehr große Erfolge gefeiert. Christian Keglewitz, wir werden ihn nachher noch zu Wort kommen lassen und auch zum heutigen Spiel natürlich befragen. Du hast mit ihm gespielt. Ja, mit dem Sportclub. Ja. Kegel, sensationell. Ja. War ein Garant vorne, mein Krankel und die haben mich anschießen müssen, weil viel bewegt haben sie es nicht. Auf jeden Fall hat er eines der jetzigen Generation voraus, nämlich jede Menge Titel. 2-mal Meister geworden, 2-mal Cupsieger. Aber es läuft sportlich und auch finanziell bei Rapid so richtig gut. Wir haben es ausgerechnet, 7,3 Millionen Euro hat man allein durch den bisherigen Europacup eingespielt. 5 Millionen durch den Transfer von Robert Beric. Dazu kommen die Einnahmen aus Merchandising und Ticketverkauf. Also da ist man schon bei rund 15 Millionen. Da fühlt man sich schon schnell mal wie Dagobert Duck. Ne? Und der Onkel Dagobert, der müsste jetzt eigentlich auch, nämlich der Onkel Dagobert von Rapid, bei Julia Kinas stehen. So ist es. Ja, dann musste der Sportdirektor Andreas Müller schon lachen bei dieser Grafik. Herr Müller, wie lebt sich's denn im Geldspeicher? Ich denke, das Wichtigste ist immer der sportliche Bereich. Und wenn man im Sport Erfolg hat, dann ist das Wirtschaftliche, kommt sowieso hinterher. Ich meine, es ist natürlich eine tolle Situation jetzt für uns, mal wirklich ohne Geld sorgen. Ja, und das war in der Vergangenheit öfters der Fall. Aber wir werden weiterhin sehr, sehr sorgfältig sein, mit dem Geld umzugehen. Und nach wie vor steht der Sport im Vordergrund und wir wollen unsere Mannschaft natürlich weiter optimieren. Und jetzt haben wir heute das Spiel vor der Brust. Da wollen wir natürlich alles dafür tun, dass wir den 5. Sieg in Serie landen. Wird keine einfache Aufgabe, weil Villarreal ist doch eine sehr harte Nuss.
Bleiben wir noch ganz kurz beim Geld. Ein Teil des Geldes wird er sicher in Spieler investieren, auch in eigene. Aber wie schwierig ist es, so Schlüsselspieler wie Thanos Petzos längerfristig bei Rapid zu halten? Man kennt ja dieses ewige Problem. Ja, es gehören beide Seiten dazu, dass die Überzeugung da ist, dass es weiter Sinn macht, für Rapid zu spielen. Und Thanos hat eine glänzende Saison bisher gespielt. Da werden natürlich auch internationale Vereine auf ihn aufmerksam. Das ist völlig normal. Und irgendwann wird sicherlich der eine oder andere auch den Weg oder die Möglichkeit suchen, in der Top-Liga in Europa spielen zu wollen. Und wir haben aber immer wieder es geschafft, wirklich neue Spieler zu bringen. Und auch ein Teil des Geldes wird investiert in unsere Nachwuchsarbeit. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, weil wenn man unsere Mannschaft sieht, wie viele Spieler aus dem Nachwuchs im Moment bei unserer Kampfmannschaft sind, ist das schon sehr, sehr lobenswert. Kommen wir zum heutigen Spiel. Es kann schon ein bisschen Urlaubsfeeling hier aufkommen. Es hat so über 20 Grad, man ist sehr nah am Meer. Aber die Spieler haben schon gemeint, sie sind nicht hier als Touristen. Wie sehr motiviert dieser Gruppensieg, der ja nochmal 500.000 Euro in den Geldspeicher bringt? Na, absolut. Ich meine, so wie ich unsere Mannschaft kenne, sie ist und bleibt hungrig. Und sie möchte auch heute hier beweisen, in einem Stadion, das sehr eng ist, wo eine, glaube ich, gute Atmosphäre sein wird, und wirklich gegen eine Top-Mannschaft aus Spanien auch hier bestehen zu wollen. Und deswegen, wir sind Rapid und wir fahren überall hin, um zu gewinnen, sei es auswärts oder zu Hause. Und genau das wollen wir auch heute tun. Jetzt sind zurück in der Puls hier Sportsbar und vielleicht hören Sie es. Yellow Submarine, ja, das ist in der Musikszene natürlich untrennbar mit den Beatles verbunden, aber in der Fußballszene ganz eindeutig mit dem heutigen Gegner von Rapid, mit dem FC Villarreal. Der wird nämlich das gelbe U-Boot genannt und tatsächlich ist man international oft sehr plötzlich aufgetaucht und auch einmal fast untergegangen. Michael Albeirak über die sehr bewegte junge Geschichte dieses Vereins aus der Provinz Castellón. En Davan Villarreal. Amun Villarreal. Amun Villarreal. Amun Villarreal. Villarreal, eine Stadt, ein Verein, eine Liebe. Die 50.000 Einwohner stehen geschlossen hinter dem Submarino Amarillo. Von Erfolgen bis zum Abstieg bringt das gelbe U-Boot zum Sinken. Einer von ihnen ist Kapitän und hat im letzten Jahrzehnt so gut wie alles durchgemacht. Bruno Soriano. Villarreal war schon immer mein Team und die Farben werde ich immer verteidigen. Für mich gibt es nichts Wichtigeres, denn das ist mein Leben. 1998 taucht Villarreal erstmals in der Primera División auf. 2006 dann der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Man erreicht das Champions League Halbfinale und scheitert dort nur knapp an Arsenal. Wir haben in diesem Jahr Geschichte geschrieben. Es war eine unglaublich tolle Erfahrung, aber nicht nur für die Spieler, sondern für die ganze Stadt. Es folgen Vizemeistertitel und ein Europa League Halbfinale. Doch wer um die Wette schwimmt, kann auch Schiffbruch erleiden. Gerade als sich Villarreal in Europas Spitze etabliert hat, folgt der bitterste Moment der Clubhistorie, der Abstieg 2012. Das war natürlich katastrophal, aber wir sind ja gleich im nächsten Jahr wieder in die Primera Division aufgestiegen und spielen jetzt gegen die besten Clubs Europas und Spaniens. Platz 4 in der Liga und das Duell mit Rapid um den Gruppensieg. Villarreal schwimmt wieder oben mit und träumt von mehr. Immer muss ich zusehen, wie andere Spieler Trophäen in die Höhe stemmen. Ich hatte leider noch nie das Glück, aber man träumt ja oft davon. Und es wäre so wichtig und schön für die Spieler, den Club, die Fans und alle Beteiligten, wenn das mal gelingt. Einfach für ganz Villarreal. Ja, allzu viele Titel haben sie nicht geholt. Aber Frenkie, es ist auch schwer, in Spanien einen Titel zu holen. Da gibt es dann FC Barcelona und Real Madrid, muss man sagen. Ja, wenn du gegen, in der Liga spielst, gegen Messi, gegen Ronaldo und wie soll er heißen, Cristiano Ronaldo, ja, dann ist es nicht leicht. Aber sie sind eine hervorragende Mannschaft, spielen gut, spielen immer bei den ersten fünf Mannschaften mit. Deswegen sind sie auch jetzt in letzter Zeit, glaube ich, immer in Europa vertreten. Mhm. Tolle Mannschaft. Wir waren schon einmal im Stadion. Eine sehr dichte Atmosphäre, ja. Sehr, sehr eng. Ja. Und, aber heute sind 1700 Rapid-Fans mit. Ja. So, werden hoffentlich auch zu hören sein. Ja. Frenkie, es ist aber auch eine Mannschaft, wenn man den Vergleich mit Barcelona sieht, die dieses Tiki-Taka sehr, sehr pflegt. Ja,
Wenn man sie lässt, sind sie gerade in der Offensive extrem gefährlich. Sie hier haben eine Szene aus dem Spiel gegen Minsk. 5 Spieler auf engstem Raum. Ich glaube, das Parkett in der Wiener Stadthalle ist gerade mal, das ist 3-mal so groß wie das. Und trotzdem schaffen sie es, dass sie die Bälle durch die Abwehrreihen durchspülen. Maximal 2 Ballkontakten spülen sie und ganz vorne haben sie einen Weltklasse-Stürmer namens Soldado, der hier beim Tormann elegant vorbeigeht. Ja, in der Wiederholung sehen wir nur, dass das Tiki-Taka, was sie da zelebrieren, vom Feinsten ist. Und Soldado immer an der Abseitslinie. Hier wirklich sieht man, es ist gar kein Abseits. Der Verteidiger schläft hier ein bisschen. Aber ja, ist immer ganz schwierig zu verteidigen. Und ja, da muss Rapid wirklich sehr, sehr auf ihn aufpassen. Der macht aus dem Nichts ein Tor. Ja, und man muss eines sagen, Villarreal spielt heute um Platz 1. Sicher auch eine Frage der Ehre, für die Spanier Erster zu werden. Und die nehmen es heute sicher deutlich ernster als in Wien beim 1:2. Ja, das erste Spiel, wie sie in Wien gespielt haben. Heute spielen sie mit 6 anderen Spielern, die damals aufgelaufen sind. Damals glaubt, wir spielen gegen Hofmann, gegen Marcel Hirsch und Hermann Mayer. Aber da haben sie was anderes. Gott sei Dank hat Rapid die Arroganz bestraft und hat die Spanier gezeigt, so nicht, meine Jungs. Es fährt nach Spanien mit einer Niederlage und dann waren alle in Villarreal geschockt eigentlich. Und wir haben einen guten Lauf gestartet hier mit Rapid. Ja. Aber heute Villarreal in Bestbesetzung und mit dem Publikum im Rücken. Die Mannschaft ist wirklich auch für ihre Heimstärke bekannt. Das weiß aber auch ganz sicher der nächste Gesprächspartner von Julia Kinast. Zoran Barisic hat gestern bei der Abschlusspressekonferenz gemeint, das Schwierigste wird heute sein, die Balance zu finden zwischen selbstbewusstem Auftreten und hinten gut stehen. Was wird noch nötig sein heute, um hier zu bestehen? Ja, zunächst einmal die richtige Balance zu finden zwischen Anspannung und Lockerheit wird ganz wichtig sein. Natürlich wollen wir auch hier selbstbewusst auftreten. Wir wissen aber, dass wir gegen einen enorm starken Gegner treffen. Da wird es ganz, ganz wichtig sein, was das Spiel betrifft. Dass man immer gut organisiert ist, dass man gut in die Zweikämpfe reinkommt, dass man selbst auch immer wieder initiativ bleibt. Ab und zu ist es halt auch vom mentalen Aspekt so, dass man den Ballbesitz des Gegners auch manchmal akzeptieren muss. Aber wie gesagt, das Wichtigste wird sein, dass man heute gut organisiert ist, dass man gemeinsam und geschlossen gegen den Ball arbeiten und wenn es dann passiert, dass wir in Ballbesitz kommen, schnell und schnörkellos, unkompliziert nach vorne spielen. Kommen wir zur Aufstellung. Es gibt keine Überraschung. Ich weiß, Sie picken nicht gern einzelne Spieler heraus. Ich tue das aber jetzt trotzdem mal mit Florian Kainz. Der ist in Überform die letzten Wochen. Wie wichtig ist er für das offensive Spiel bei Rapid? Ja, auch der Florian Kainz ist ja abhängig von seinen Mitspielern. Ohne seine Mitspieler würde auch ein Florian Kainz in Überform nicht so zur Geltung kommen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir zusammenspielen, dass wir sowohl in der Defensive als auch im Offensivspiel immer gemeinsam agieren. Und dann kommen nicht nur der Florian Kainz, auch andere Offensivspieler zur Geltung. Andreas Müller sagte, man merkt an der Aufstellung, wie ernst euch dieses Spiel heute ist. Wie wichtig ist Ihnen dieser Gruppensieg? Es ist mir dieses Spiel ganz wichtig. Wir matchen uns gegen eine spanische Spitzenmannschaft, die hinter Real Madrid, Barcelona und Atletico immer im Spitzenfeld zu finden ist. Und deshalb glaube ich auch, dass wir aus diesem Spiel für unsere Zukunft sehr, sehr viel mitnehmen können, dass wir sehr viel lernen können aus diesem Spiel. Und dementsprechend ernst haben wir es auch zu nehmen. Vielen Dank, Zoran. Ja. Viel Glück für das Spiel. Ja, letzte Zweifel ausgeräumt, dass Rapid dieses Spiel nicht ganz ernst nimmt. Frenkie, aus deiner aktiven Trainerkarriere jetzt gefragt, Einzellob passiert vor den Fernsehkameras selten. Hält man sich wahrscheinlich wirklich als Trainer dann für die Kabine auf? Ja, aber er hat schon recht. Ein Spieler kann dann nur so gut spielen, wie die Mannschaft ihm füttert. Messi alleine wird auch nicht gegen Rapid gewinnen. Er braucht schon 10 andere noch dazu. Und finde ich gut von ihm. Und Zoki Barisic hat eins, er steht immer für seine gesamte Mannschaft, in guten und schlechten Zeiten. Das zeigt ihm derzeit aus als erfolgreicher Trainer. Ja. Die Stürmer, hat man immer gesagt, ja, die treffen bei Rapid nicht so wirklich, aber Prosenik fängt an zu treffen. Ist er die Lösung da vorne? Hat in der Meisterschaft jetzt 2-mal getroffen, auch in der Europa League zuletzt? Ja, das ist die Frage. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, muss ich ganz ehrlich sagen, aber das Wichtige ist, dass die Leute dahinter so torgefährlich sind. Also das ist halt bei Rapid das Prunkstück eigentlich, das Mittelfeld. Also mit Hofmann, Schaub, Schobesberger, Kainz, also das ist echt, das sind Granaten im Mittelfeld, die können alle treffen und da kann er auch mal Stürmer auslassen. Ja, und uns ist eines aufgefallen bei der Statistik, es gibt sowas wie ein magisches Dreieck mittlerweile bei Rapid, nämlich die Herren Schobesberger,
Hoffmann und Kainz. Nämlich, wenn die gespielt haben, dann gab es bisher in dieser Saison eine einzige Niederlage nur. Ohne sie jedoch gleich 5. 3 Tore schießt die Mannschaft, wenn die 3 am Platz stehen. Nur 1,5 oder 1,6, wenn sie nicht am Platz stehen, zu dritt. Und auch was die Gegentore betrifft, positiv, nur 1 Gegentor mit, 1,6 Gegentore ohne dem Trio. Ja, und fast doppelt so viele Punkte haben sie geholt. Hast du eine Erklärung dafür, dass die 3 so besonders gut funktionieren? Oder ist das nur statistisches Geplänkel? Es sind gute Spieler und sie sind eingespielt, das hat man schon gemerkt. Wenn sie ein bisschen durchgewechselt haben, haben sie in der Meisterschaft auch teilweise Probleme bekommen, obwohl sie eigentlich schon einen großen, guten Kader haben. Aber ja, sie sind Ausnahmespieler jetzt in der Mannschaft, das kann man schon so sagen. Und vor allem Kainz hat man vorher angesprochen. Ja, ist wirklich schon konstant über die ganze Saison, überragend. Und ja, der Schobesberger kommt jetzt auch noch so richtig. Also der Tag. Unser gut gelauter Kellner Roman, hier in der Puls für Sportsbar noch rund 10 Minuten. Bis zum heutigen Schlager zwischen dem FC Villarreal und Rapid. Ja, man glaubt ja als etwas älterer Fußballfan, wie zum Beispiel Frankie Schinkels, man hat schon alles gesehen. Man hat schon alles gesehen, aber dann kommt so jemand wie Philipp Schobesberger und belehrt einen eines Besseren. Sein Clip von seiner Slapstick-Einlage ging wirklich um die Welt, war der Renner im Netz. Und Frankie, du hast ihn getroffen, hast eine ganz spezielle Location überlegt, gell? Ja, passenderweise sind wir nach seinem Tor jetzt ins Kuriositätenkabinett zum Prater gelaufen und haben uns dort ein bisschen beschäftigt. Ja, habt ihr es, glaube ich, ganz nett gehabt. Schauen wir, wie es gelaufen ist. War super. Oh, da kommt schon die Nummer 7, Philipp Schobesberger. Servus, grüß dich. Einmal? Einmal, bitte. Ach, ich lade dich heute, was sonst. Wir wollen halt irgendwas Kurioses mit dir machen, und weil du ja ein super kurioses Tor geschossen hast. Ja, das war alles einstudiert. Ich glaube, ich bin der Einzige, der das gesehen hat, dass du dein bewusst mit links reingehaut hast, ja, dann noch. Also im Fallen. Ich bin öfter gefragt worden, aber ich bin noch nicht so umgedreht, dass es eintrainiert war. Halleluja. Hamsterrad, warst du immer so schnell? Ja, ich glaube, weil ich frech bin, dass ich früher oft wegrennen habe müssen. Habe ich schon öfter gehört, den Schmäh. Da geh weiter, sonst wird man schuldig. Das habe ich noch nicht gemacht. Also ich würde mir lieber in die Luft aufschießen mit irgendeinem Gerät. Das habe ich schon mal gemacht für eine Bitte. Da habe ich den ganzen Tag noch nichts mehr gegessen. Das lassen wir lieber heute. Gefällt es dir sonst nicht? Ist schön, ja. Danke mir. Man bist eh statt gewohnt von links, aber dann trotzdem. Ist doch noch ein bisschen größer, aber ja. Wir schnell eingelebt. Ich bin super aufgenommen worden von der Mannschaft. Ja. Von dem her gibt es ja kein Problem. Wie waren die ersten 2 Tore auf internationaler Bühne? Ja, auch nicht wirklich was anderes. Nichts anderes. Wie die anderen Tore. Ah. Wahrscheinlich später mal. Wenn ich drauf zurückschaue, dass was Besonderes ist, aber jetzt dabei. Gesehen. Noch nicht recht aufregend. Nationalteam-Tor, wann sehen wir das dann als nächstes? Ja, vielleicht bei der Euro. Schauen wir mal. Bei der Euro dann? Ja, dann hilft es einen besonderen für die, Moment für auf. Die wichtigen, die wichtigen Tore. Wie gehst du mit der Situation um, dass du öfters von der Bank her kommen hast müssen? Ja, natürlich ist es nicht schön, wenn man von der Bank kommt, aber ich glaube, bei Rapid ist es halt einmal so, dass wenn man jetzt nicht die beste Zeit hat, dass man einmal von der Bank reinkommt und dann die Leistung bringt. Weil wir haben einen super Kader, super Spieler, und da ist es, glaube ich, normal, dass man nicht immer von Anfang an spielt. Hast du jetzt verlängert bis 2018? Siehst du die Zukunft bei Rapid oder möchtest du nochmal den Schritt da ins Ausland wagen? Ja, in nächster Zeit muss ich mal meine Leistungen bestätigen von letzter Saison. Schauen, dass ich wieder viele Tore schieße, und dann, glaube ich, bin ich schon irgendwann nochmal bereit für den nächsten Schritt. Aber zurzeit ist, glaube ich, Rapid die richtige Adresse für mich. Tommy! Willkommen! Halleluja! Alles Gute! Danke! Und wir bedanken uns bei der Nummer 7, Philipp Schobesberger! Ja, sehr, sehr nett, sehr, sehr nett.
Obwohl im Prater die Stimmung nicht so wahnsinnig ist. Also da war es ziemlich allein im Prater. Schon ein bisschen ausgestorben. Aber wenn der Andi Marek mal krank ist oder was, Sie können mich gerne ein. Ja, ja, ich habe schon gesehen. Verborgene Talente. Aber wir haben ja noch ein kleines Schmankerl, bevor es gleich ins Stadion geht, nach Villarreal. Denn diese beiden Herren, wir haben sie antreten lassen. Frankie gegen Frankie haben versucht, dem Original nachzueifern, den Schobesberger zu machen. Und das kam dabei raus. Ihr habt viel Spaß gehabt, glaube ich, gell? Ja, das war nicht leicht. Schurfwunde bloß. Aber. Aber es ist wirklich, wenn man sowas nachmachen will, das ist. Eigentlich geht's nicht. Das ja, und vor allem dir als genialen Techniker wahrscheinlich schwierig, so Tollpatschiges noch zu machen. Ne? Wahrscheinlich ganz, ganz schwer. Nein, du bist besonders freundlich. Nein, aber das war nett gemeint. Aber er war der Bessere heute. Ja, ja, okay. Klasse. Ich würde sagen, wir schauen uns nochmal die Lupe von euren besten Szenen an. Ich glaube, dann können wir erst wirklich entscheiden, wer das besser gemacht hat. Da sehen wir Frankie Schima. Ja, schaut doch. Gibt es von mir noch eine Lupe? Ich glaube, ich habe es eh schon langsam gemacht. Man muss dazu sagen, meinen besten Versuch hat er vereitelt, weil er einen Ball angewehrt hat. Er hat gesehen, den macht er besser. Wie? Und ihr habt sich ganz schön dreckig gemacht, habe ich gehört, und habt noch eine duschen können. Ist das richtig? Ja, das rieche ich immer noch bei dir. Nein, aber ich habe da noch wegfahren müssen, lang 300 Kilometer, und mein Vater hat gesagt, Freund, du fährst. Aber für Puls 4 tut man alles. Ne? Das freut mich. Deshalb, wir brauchen eine neutrale Schiedsrichterin. Wer hat es besser gemacht? Marie? Also beide sehr professionell, muss ich sagen. Ja. Der Junior, gekonnt, bemüht, sage ich mal. Der Senior, kreativ. Aber die 2 Jahre Altersunterschied, die merkt man ein bisschen, gell? Ja, euch beiden. Schau, es ist charmant. Charmant. Christian, wie hat es dir gefallen? Welche Einlage war besser? Ich habe ihn schwächert. Das war ja im Praterstadion, was ich mich erinnern kann. Da denke ich mal, ich habe da ein leichtes Erdbeben dann, wie der Frenkel gefallen ist. Und das war so. Ui! Halt sie mal böse, gell? Halt sie mal richtig böse. Ja. Nein, also ich denke, Frenkel hat auf jeden Fall gewonnen. Ja. Ja. Ich würde vorschlagen, lassen wir die Frenkels lieber beim Tippen und nicht bei der Falltechnik. Kommen wir zum Tippspiel. Was sagst denn du? Wie geht's heute aus? Nachdem ich 2 Mädchen und 2 Burschen habe, heute 2-2. 2-2, und was erwartest du dir vom Spiel? Was willst du heute sehen? Ja, ich erwarte eine hungrige Rapid-Mannschaft, die den Rekord einstellen will mit allen Siegen in der Gruppenphase. Und das ist Rapid-würdig, und das würden sie sich verdienen aufgrund der Leistungen, die sie gezeigt haben. Was sagen die Frankies? Ja, leg die Latte hoch. Leg die Latte hoch. Du bist der Tippkönig, erster Tippkönig. Ja, zweimal schon richtig. Ja. Hat sie bessere Szene vorher gemacht, den Schobesberger, hast du besser gemacht. Ich bin der bessere Tipper. Wir sind sehr gespannt. 1-2-1 heute. Ich glaube auch, dass unentschieden ausgeht, aber es reicht. Trotzdem 0-0 nach 44 Minuten zwischen FC Villarreal und Rapid Wien. Das würde bedeuten, im Moment wäre Rapid nicht nur Erster in der Gruppe, sondern auch uneinholbar auf Platz 1. Man muss sagen, Rapid schwach begonnen, aber dann ganz stark zugelegt. Kann man das so sagen? Es waren 2 Halbzeiten in der ersten Halbzeit, kann man sagen. Ja. Also die ersten 20 Minuten waren sie eigentlich nur den Ball nachgelaufen. Und das hat sich aber komplett gedreht. Ja. Sind zweite Hälfte von deiner Hälfte sind's besser, stehen taktisch jetzt gut, werden selbstsicherer, deswegen der ein oder andere schon gleich der Fehler, Konzentrationsfehler, Novota beispielsweise aus Dortmund, unnötig, aber Rapid spielt sehr gut taktisch, sehr gut. Wo der Mr. Europacup allerdings weiterhin fehlt, dafür hat er jetzt Zeit für ein kurzes Statement in der Pause bei der Julia Kinas. Louis Schaub. Ich habe die neuesten Informationen. Christopher Thibaut hat eine Bänderverletzung im Knöchel. Louis Schaub, schauen wir uns mal kurz an, was da passiert ist. Zu Ihrer Verletzung kommen, was sagen Sie zu der Leistung Ihrer Kollegen jetzt in den ersten 45 Minuten? Ja, ich muss sagen, es war sehr gut. Also die ersten 20 Minuten war Villarreal stärker. Aber dann sind wir immer besser ins Spiel gekommen und haben auch richtig gut Fußball gespielt. Und vielleicht können wir uns dann auch noch zwingende Chancen rausspielen und dann das Tor machen. Man hat auf ein Comeback von Ihnen heute irgendwie spekuliert. Aber lässt es das Sprunggelenk noch nicht ganz zu? Nein, leider noch nicht. Also ich spüre es leider noch ein bisschen. Deswegen kann ich heute nicht spielen und wahrscheinlich am Wochenende auch noch nicht. Aber ich hoffe, dass ich nächste Woche wieder ins Training einsteigen kann. Schafft Rapid heute mindestens diesen einen Punkt, damit es zum Gruppensieg reicht heute schon?
Also ich glaube schon, weil wir haben jetzt dann am Ende richtig gut Fußball gespielt und ich glaube, wenn wir das in der zweiten Halbzeit auch so machen, können wir das Spiel auch da gewinnen. Luis, wie bitter ist es für Sie, hier zuschauen zu müssen, gerade gegen so eine Mannschaft wie Villarreal? Ja, es tut richtig weh. Also der Platz ist überragend und auch das Stadion ist super. Und natürlich auch ein sehr guter Gegner. Es tut richtig weh, heute nicht spielen zu können. Christopher Thibon mit der Bänderverletzung im Knöchel. Insgesamt ist es ein verdienter Sieg von Villarreal, aber Rapid hat sich hier sehr ordentlich aus der Affäre gezogen. Hat hier gut mitgehalten. Richard Strebinger, der für Novotar eingesprungen ist, hat ebenfalls ein bravouröses Europacup-Debüt abgegeben. Aber dennoch endet Rapids Siegesserie. Nach 4 Siegen in Folge hat man hier heute also verloren. Rapid verliert das erste Auswärtsspiel in dieser Saison. Steffen Hoffmann, wie sehr schmerzt diese Niederlage oder ist es doch erträglich? Schmerzt schon. Ich denke, wir haben vor allem erste Halbzeit, so nach einer Viertelstunde, richtig gut ins Spiel gefunden, haben ein gutes Spiel gemacht da in der ersten Halbzeit. Da haben wir auch Möglichkeiten gehabt. Und dann zweite Halbzeit. Mal sehen, wie ballsicher wir Real ist. Sie haben das gut gemacht, aber wir haben auch unsere Kontermöglichkeiten gehabt und hätten da in Führung gehen können. Und ich glaube, dann hätten wir das Spiel auch nicht verloren. Aber ich denke, es war eine Leistung, mit der wir phasenweise hat zufrieden sein können, auch wenn nicht alles gut war. Was war nicht gut? Ja, wir haben dann die Bälle oft zu leicht hergeschenkt, wenn wir es einmal gehabt haben. Und das wollten wir eigentlich vermeiden. Wir haben gewusst, sie laufen selber nicht gerne den Ball hinterher. Und, das haben wir erste Halbzeit richtig gut gemacht, da haben sie dann schon fast ein bisschen die Lust verloren. Und zweite Halbzeit hat man dann auch gemerkt, dass wir langsam müde werden und dass das doch sehr viel Kraft gekostet hat, die erste Halbzeit. Und dann waren noch mehr Ballverluste da. Ihre Kinder sind heute wieder mit im Stadion, da hinten. Wie tröstet der Papa Sie heute? Nein, ich glaube, heute brauche ich es nicht trösten, heute ist alles in Ordnung. Dankeschön. Zurück ins Studio. Erste Niederlage also für Rapid in dieser Europa-League-Saison im 5. Spiel 0:1. Und auch wenn es heute erstmals nicht die Seven Nation Army gibt und Standing Ovations, ich glaube, die Rapid-Fans dürfen nicht allzu traurig sein, können trotzdem stolz sein auf die Mannschaft. Was sagst du heute? Ja, Rapid ist weiter. Also das ist das Wichtigste. Aber ja, es wäre mehr heute möglich gewesen, aber trotzdem war es schlussendlich zu wenig, gerade in der zweiten Halbzeit haben sie einfach vermisst, nur mehr Kontergelegenheiten besser auszuspielen. Und ja, schlussendlich, glaube ich, geht der Sieg auch in Ordnung von Villarreal. Frenkie, wie ist es zu erklären, dass Rapid, die so stark gespielt haben gegen Ende der ersten Hälfte, dann doch so unterlegen waren in der zweiten? Ja, die haben noch einmal nachgelegt, Villarreal. Aber ich glaube, im Vorfeld waren wir alle, auch hier, wir haben ein bisschen Angst gehabt, was kann passieren. Villarreal, spanische Top-Mannschaft, Rapid hat sich sehr gut verkauft. Aber als Fußballer, hundertprozentig, das weißt du, ärgert man sich jetzt in der Kabine. Man sagt zueinander, da war mehr drin. Ja, aber im Vorfeld bist du vielleicht froh mit den 1-0, dass du davon kommst, so ehrlich muss man sein. Aber im Nachhinein ärgern die sich, weil da war mehr drinnen. Steffen Hoffmann hat gesagt, in einer Konter, der dann kommt und du kommst an so eine Führung, möchte ich sehen. Aber was wenn wäre? Gut verkauft, aber stolz muss man nicht drauf sein, dass wir es noch gewonnen haben. Sage ich einmal. Ja. Und ja, weil wir da gesprochen haben, erste Halbzeit von Prosenik, ein klasse Stürmer wahrscheinlich macht da das Tor. Soldado ist ein klasse Stürmer und hat viermal. Allerdings ein schwieriger. Aber der Frenkie hat schon recht. Der Frenkie hat schon recht. Den muss er besser mitnehmen in der Technik. Und da kommt auch Steffen Hoffmann vielleicht besser im Ballbesitz. Novotar, der sich schon in der ersten Hälfte angeschlagen hat, nach dieser Aktion musste er endgültig raus und war schon der zweite Ausfall. Hat das heute auch eine Rolle gespielt, warum Rapid am Schluss ein bisschen die Kraft ausgegangen ist? Weil ich könnte mir vorstellen, wahrscheinlich Steffen Hoffmann wäre unter normalen Umständen vielleicht etwas früher vom Platz genommen worden. Vielleicht auch Schwab hat mir nicht ganz frisch mehr gewirkt in der letzten Viertelstunde. Haben diese zwei Ausfälle, Thibon und Novotar, einen Einfluss gehabt? Ja, Thibon ist generell sehr wichtig für die Mannschaft. Also das weiß ich. Er ist ein Typ, ein richtiger Typ nur im Fußball, der Rapid sehr gut tut, gerade in solchen wichtigen Spielen. Aber
Ja, trotzdem waren sie am Anfang einfach zu passiv. Ich möchte mich da nie an einzelnen Spielern irgendwie festmachen. Ich finde, der Max Hoffmann hat es trotzdem sehr gut erledigt und der Strebinger ist auch perfekt reingekommen. Also an die zwei Personen möchte ich das eigentlich nicht. Ja. Wir kommen zur nächsten Person als Interviewpartner. Da steht Julia Kinas bereit mit Stefan Stangl. Ja, Stefan, wieso konnte man heute dieses gelbe U-Boot nicht versenken? Puh, schwierig. Wir sind sehr, sehr schwer ins Spiel gekommen, die ersten 15 Minuten. Danach haben wir sehr guten Fußball gespielt, haben sehr gut kombiniert, haben leider das Tor nicht gemacht. Der Jan hat in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut gehalten und hat uns im Spiel gehalten. Zweite Halbzeit haben wir uns leider zu weit reindrängen lassen und ja, nach dem 1-0 habe ich zwei Chancen gehabt. Tut mir leid für die Mannschaft. Ich glaube, einen muss ich machen und wir hätten uns den Punkt sicher verdient gehabt. Wie ärgerlich sind diese Chancen, die Sie eben nicht reingemacht haben im Nachhinein? Ja, sehr ärgerlich. Ich glaube, die erste Chance, ich habe nur geschaut, dass ich vorbeikomme. Und ich glaube, dass der Brose seitlich mitgelaufen ist, aber habe ich nicht mehr gesehen. Aber tut mir leid. Unser Kommentator hat Sie aber als Shootingstar bezeichnet. Wie wohl fühlen Sie sich derzeit in dieser Mannschaft? Sehr wohl. Ich glaube, nicht nur ich, sondern es gibt auch sehr viele andere Spieler, die sich sehr, sehr gut entwickelt haben. Und wir sind ein sehr, sehr gutes Team und ich glaube, das sieht man am Platz. Der Gruppensieg ist dennoch möglich mit einem Sieg gegen Minsk? Ja, natürlich. Wir werden natürlich alles dran setzen daheim. Wir hoffen natürlich, dass ein volles Haus ist und wir werden versuchen, das Spiel daheim zu gewinnen und die Fans noch was zu bieten. Dankeschön, Stefan. Ciao. Ja, soweit Stefan Stangl, heute auch wieder einer der besten, einer der verlässlichsten Rapidler und mit sehr viel Selbstkritik. Ja, aber genau das, was du vorhin gesagt hast, man ist natürlich auch wenn es gegen den vierten spanischen Liga geht, 0-1, richtig genau. enttäuscht. Deswegen ist er richtig enttäuscht, weil sonst, okay, Mund abwischen und weiter, aber die ärgern sich noch richtig und dann im Flieger kurz was essen, was trinken und Meisterschaftsspiel steht wieder vor der Tür. Man hat bis jetzt Außergewöhnliches erreicht, muss man sagen. Und ich höre, der nächste Interviewpartner steht bereits bei Julia Kinast, Mario Sonnleitner. Stefan Stangl war jetzt sehr geknickt. Wie kritisch sind Sie mit Ihnen und der Mannschaft heute? Ja, wir haben natürlich, wir haben das Spiel verloren, müssen wir natürlich ein bisschen kritisch sein. Aber ich glaube, alles in allem haben wir ein sehr gutes Spiel gezeigt gegen einen sehr starken Gegner und wir hätten uns, glaube ich, das X verdient gehabt, weil wir bis zum Schluss gekämpft haben, den Ausgleich zu erzielen und auch vor dem 0-0 große Chancen gehabt haben aufs 1-0. Zoran Barisic meinte, man lernt sehr viel von solchen Spielen. Was hat man heute gelernt? Ja, wir haben gelernt, dass wir gemeinsam verteidigen müssen und dass wir die Konter gemeinsam nach vorne fahren müssen. Ja, es ist ein sehr intensives Spiel, da muss man schnell handeln und da muss man schnell denken. Und deswegen ist das sehr, sehr wichtig für die Mannschaft, dass sie das mitmacht. Und die Entwicklung geht trotzdem nach oben, auch wenn wir heute verloren haben. Jan Novoda, wie geht's dem? Wissen Sie das? Ja, er hat jetzt einen Eisbeutel auf seiner Schulter. Keine Ahnung, ob die Schulter ausgerenkt ist oder was sonst noch ist. Es ist natürlich sehr, sehr bitter, dass uns zwei Spieler abhanden gekommen sind. Aber wir haben zum Glück einen guten Kader, den wir ersetzen können. Dankeschön, Mario. Ja, der Ordnung halber für all jene, die nicht von Beginn an dabei waren. Christopher Dibon musste schon in der dritten Minute raus, eine Knöchelverletzung. Er wird wohl für den Rest dieser Herbstsaison ausfallen. Und Jan Novota mit einer Schulterverletzung ausgeschieden Mitte der zweiten Spielhälfte. Aber für ihn hat der Richard Strebinger eine richtig gute Partie geliefert, obwohl er nicht warm reingekommen ist. Nein, ich habe zwar gesagt, es ist 20 Grad in Spanien, aber du kannst als Tormann nicht eingeschossen werden. Du sitzt da, du rechnest eigentlich nicht echt damit. Bewundernswert, wie der sich gleich gestellt hat. Ja? Ja. Wir schauen einmal, was unsere Rapid-Legende im Publikum sagt an der Bar. Christian Kegelwitz, sehr enttäuscht? Nein, eigentlich überhaupt nicht enttäuscht. Es war so von meiner Warte aus, dass der Spielverlauf uns in die Karten gespielt hat. Ja? Wir hätten die Big Points machen können heute, weil Villarreal hat nichts getroffen. Im Endeffekt, und hätten wir diese ein, zwei Chancen vorher gemacht, hätte sich das Spiel sicher zu unseren Gunsten gedreht. Insofern kann man das locker abhaken, selbstkritisch sein, gute Analyse machen, abhaken, Erfahrung gesammelt, wichtige Erfahrung für die Zukunft gesammelt und ich denke, insgesamt ein positiver Abend. Zoran Barisic hat gelächelt, als er hergekommen ist. Also die Enttäuschung nicht ganz so groß. Sonst haben wir zwei Mikros gehabt.
Enttäuschung ist schon groß, was das Resultat betrifft, weil wir ja nicht gerne verlieren. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ja, schon auch Zufriedenheit, was die Leistung meiner Mannschaft betrifft, gegen einen sehr, sehr starken Gegner. Aber wir haben gezeigt, dass wir die nächsten Entwicklungsschritte nach vorne gemacht haben und auch auf diesem Niveau gegen so eine gute Mannschaft nicht nur gut verteidigen, sondern auch phasenweise sehr gut Fußball spielen können. Was haben Sie Ihrer Mannschaft jetzt ganz kurz in der Kabine schon sagen können? Ich habe gesagt, dass ich sehr zufrieden mit der Leistung von ihr bin und dass dieses Spiel für uns große Bedeutung hat, was unsere gemeinsame Zukunft betrifft. Dass dieses Spiel gezeigt und dokumentiert hat, dass wir mithalten können, wenngleich auch auf diesem Niveau nur Kleinigkeiten entscheidend sind, aber dass wir nicht nur verteidigen können, sondern auch, dass wir durchaus immer wieder mitspielen können und Akzente nach vorne setzen können. Dass wir nach wie vor auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Dibon musste verletzt raus, Nowota musste verletzt raus. Wie haben Maxi Hoffmann und Richard Strebinger ihre Aufgaben erledigt? Sehr gut. Wie alle anderen Spieler, die eingesetzt wurden, natürlich ist das ein Wermutstropfen für uns gewesen, zunächst einmal einen unserer Innenverteidiger wechseln zu müssen. Einige Optionen fehlen, was Wechsel betrifft. Und diejenigen, die aber durchgespielt haben oder auch reingekommen sind, haben die Sache sehr, sehr gut gemacht. Man kann noch Gruppenerster werden. Was wollen Sie jetzt zu Hause gegen Minsk noch einmal sehen? Ja, zunächst einmal möchte ich eine super Leistung gegen Alltag sehen. Das sind wir uns selbst auch schuldig. Und natürlich in weiterer Folge im letzten Gruppenspiel gegen Minsk wollen wir natürlich oder hoffen wir auf ein volles Stadion. Ich glaube, das haben sie alle miteinander von Rapid verdient. Und da wollen wir natürlich unseren Fans wieder mal eine tolle Leistung zeigen. Dankeschön, Zoran. Also mit gemischten Gefühlen Zoran Barisic, ein ungewohntes Gefühl. Erste Niederlage im fünften Spiel, aber eine durchaus ansprechende Leistung von Rapid, auch beim vierten der Primera Division. Wir blicken auf die Tabelle nach dem fünften Spieltag und die Ergebnisse von heute. Beide Spiele enden 1:0. Dynamo Minsk schlägt Viktoria Pilsen mit 1:0 und das Spiel von Rapid haben wir gerade gesehen. Das heißt, wir haben einen neuen Tabellenersten, Villarreal vor Rapid, beide Punkte gleich. Das direkte Duell entscheidet aber zugunsten der Spanier, da sie aufgrund der Auswärtstorregel da voranliegen. Sie haben ja in Wien 1:2 verloren.